Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich vielleicht mal meine virtuelle Maschine aktualisieren sollte. Die läuft ja auch auf Linux Mint 2001. Und es gibt ja inzwischen 2003. Wäre vielleicht sinnvoll, da mal zu aktualisieren. Und das machen wir dann jetzt einfach, indem wir hier auf System aktualisieren in der Aktualisierungsverwaltung gehen. Und schauen wir mal, was passiert. So. So. Ja, ich verstehe das Risiko. Es ist eine virtuelle Maschine. Mein Gott, dann wird die halt neu gemacht. Gut, Passwort eingeben. Und dann geht's los. Kann man sich auch hier schön anzeigen lassen, was alles passiert. Ich denke, das lassen wir jetzt laufen. Und ich gucke dann später nochmal vorbei. Ja, und während Villariva noch putzt, feiert Villabajo schon Party, sprich, das ist jetzt alles durchgelaufen. Bis jetzt konnte ich den Rechner, wie gesagt, ohne Probleme nutzen. Und jetzt wird mir gesagt, ich muss neu starten. Das ist unter Linux ein ungewöhnliches Gefühl, weil man ganz selten neu starten muss. Aber das ist klar, dass das jetzt unter der Haube so viele Änderungen mit sich gebracht hat, dass ein Neustart mal notwendig ist. Und genau das werde ich jetzt machen. So, beenden. Neu starten. Ja, Proxmox ist die Virtualisierungsumgebung, die ich hier für diese Maschine verwende. Den meisten Videos verwende ich ja VirtualBox. Aber so läuft die Maschine eben unten auf dem Server und nicht auf meinem Rechner. Das heißt, ich habe hier mehr Kapazitäten frei. Mauszeiger, das zeigt sich schon. So, da ist es. Und mein Linux Mint 20.3 ist fertig. Paar Klicks, normal weiterarbeiten, ein Neustart. Und jetzt kann es weitergehen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.